Herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay. Ja, heute mal mit ein paar Neuerungen. Wie ihr sicher gehört habt, war am Anfang, beziehungsweise läuft jetzt auch noch so ein kleines Intro, eine kleine Intro-Melodie. Ich finde es ganz chillig so am Anfang. Ich würde mir mal gerne eure Meinung dazu wissen, was ihr dazu meint, ob ich das lassen sollte, ob ich die Melodie vielleicht noch ein bisschen verbessern sollte. Denn die habe ich selber gemacht. Ich weiß, die ist nicht allzu gut. Ich finde es aber easy peasy, also chillig. Ist ganz cool, also meine Meinung ist ganz, ja, chillig halt am Anfang. Und ja, heute soll es mal nicht ums Gameplay gehen. Meine Klasse habt ihr am Anfang gesehen. Ich weiß, ich benutze Attentäter, dazu muss ich noch sagen, das Gameplay ist vor 2 Wochen oder so. Ich benutze eigentlich nicht so oft Attentäter, beziehungsweise eigentlich gar nicht, nur auf dieser Klasse. So oft spiele ich damit auch nicht, aber dazu komme ich, wenn ich dazu irgendwann mal komme, in einem anderen Video. Ja, ich möchte einfach ein kleines Update-Video machen. Und zwar, meine PlayStation 3 geht jetzt überhaupt nicht mehr. Sprich, also sie liest gar keine CDs mehr. Das aber auch, ja, man gewöhnt sich dran, obwohl, also bei mir ist es so, seitdem das nicht mehr geht, habe ich Lust, jedes Spiel zu spielen. Also, ich habe davor eigentlich nur MW3 gespielt und jetzt habe ich auf einmal Bock, FIFA wieder zu spielen, NBA. Dann habe ich sogar da überlegt, ob ich mir mal Batman irgendwie ausleihe. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Habe ich früher mal ein ganz bisschen gezockt, aber irgendwie kriege ich Lust auf alles. Aber ich kann halt nur die Spiele spielen, die ohne CD laufen. Sprich, ich spiele FIFA 12 Demo, was relativ bitter ist. Ich spiele NBA 2K12 Demo, was ziemlich bitter ist. Und aber, ich hatte mir mal vor, ich weiß nicht, wann es rausgekommen ist. Ich habe es mir nicht direkt beim Release gekauft. Ich habe mir mal Battlefield 1943 gekauft. Auch eigentlich ein sehr lustiges Spiel. Flugzeugfliegen macht sehr viel Spaß. Aber Battlefield ist halt irgendwie einfach nicht meins. Für mich ist es zu wenig Action. Obwohl im Flugzeug macht es Spaß, ein bisschen rumcruisen. Easy peasy, ein paar Gegner weghauen. Aber ja, keine Ahnung. Ich hab halt so Lust auf NBA und FIFA und alles. Das ist irgendwie mega bitter. Aber nächste Woche habe ich Geburtstag und da bekomme ich dann eine neue PlayStation 3. Was ich mit der alten mache, weiß ich noch nicht genau. Ja, ich könnte sie, wie gesagt, 150 reparieren lassen. Natürlich gibt es vielleicht auch noch billige Variante, weil ich glaube, nur der Blu-ray-Laser ist kaputt. DVDs funktionieren nämlich. Aber ja. Dann möchte ich noch zu einem weiteren Thema kommen. Und zwar überlege ich mir, Call of Duty 4 zu kaufen. Call of Duty 4 ist ja so von vielen Commentatoren das angepriesene Spiel, das beste Spiel. Es gab keine overpowerten Killstreaks, keine overpowerten Waffen, das war balanced. Es war, ja, einfach ein gutes Spiel, gute Maps. Dazu kann ich nur so viel sagen. Also, ich hol's mir, weil es im Moment bei 20, für 20 Euro habe ich das letztes Mal irgendwo gesehen. Und, ich möchte es auch einfach mal austesten, weil im Moment, oder Modern Warfare 3 macht mir schon Spaß. Das muss ich irgendwie sagen, und ich verstehe auch irgendwie nicht, warum es mir Spaß macht. Also, das heißt, es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber viele sagen ja jetzt schon, ne, das ist scheiße, das sind Scheißspiele und so. Okay, man wird, oder ich sag mal so, in der Zeit, vor ein paar Tagen, habe ich es ja noch ein paar Mal gezockt. Man wird wirklich jetzt oft von der MP7 gekillt. Aber jetzt kommen bald erstmal die neuen Maps am 28. Februar für die PlayStation. Was mich auch natürlich, das fuckt mich richtig ab, dass ich die später kriege. Aber mir macht es eigentlich immer noch Spaß. Aber ich muss auch sagen, ich werde gern Call of Duty 4 spielen, so dieses alte, wirklich Waffenskill und so. Keine overpowerten Waffen. Und deswegen werde ich mir das wahrscheinlich holen. Ein weiterer Punkt, jetzt mal ein bisschen aufs Gameplay bezogen, ist, dass ich spiele hier mit einem Kumpel, TimV97. Das ist jemand aus meiner Klasse. Und uns ist aufgefallen, also ganz ist ein guter Spieler, uns beiden ist aufgefallen, dass wenn man zusammenspielt, dass man meistens besser ist. Also ich habe einen ganz guten Endscore. Ich weiß, ich spiele ein bisschen defensiv, aber ja.
ist übrigens Bodenangriff hier, falls ihr es schon gemerkt habt oder falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Und uns ist aufgefallen, weil man sieht oft, oder ich hab, oder wir haben zumindest oft Gameplays gesehen, wo so Leute so richtig übertriebene Scores haben. Und ja, dann ist es aufgefallen, es liegt nicht nur natürlich, aber es liegt auch viel am Team. Die spielen nämlich zum Beispiel Team Deathmatch oder, naja gut, Team Deathmatch ist so schnell, sagen wir mal, Herrschaft oder Abschluss beschädigt oder Bodenangriff mit 6 bis 8 Leuten. Und wenn jeder davon, wenn da, sag ich mal, jeder davon ganz gut ist, dann ist es natürlich schwerer, wie Commander Krieger auch schon mal einmal gesagt hat, Kills zu machen, aber wir haben einfach aus den eigenen Erfahrungen gemerkt, dass es dann einfacher ist, weil die Gegner, so habe ich das Gefühl, sind da so ein bisschen angekotzt. Hier ist auch eine ganz coole Szene. Wie ich hier einfach mal mega Glück habe. Die Gegner sind, glaube ich, angekotzt, wenn sie am Anfang so ein paar Mal gekillt werden, wenn dann die ersten Killstreaks kommen und machen dann nur noch Scheiße. So habe ich zumindest wirklich manchmal das Gefühl. Und deswegen ist es einfacher, weil die einfach weniger Bock haben. Und war, also ich muss jetzt sagen, wir spielen nicht auf Taktik oder so. Also natürlich auf unsere eigene Taktik, aber jetzt nicht so, dass wir gehen jetzt in die Ecke und dann wird das gesichert und so, bla bla bla. Nee, das machen wir nicht. Aber wir haben trotzdem eigentlich immer einen relativ guten Erfolg, wenn wir zusammen spielen, und wir spielen nur zu zweit. Also ihr müsst es wirklich mal ausprobieren, das ist ein großer Vorteil. Ja, hier kommen jetzt gleich. Richtig geiler Death, so wie man sich das wünscht. Und so macht das richtig Spaß zu spielen. Und ja, was gibt es noch? Also, hier seht ihr den einmal den geilen Death. Ich werde gestunt, wieder gerade raus und dann kommt dann die Ecke. Dann habe ich noch eine Frage. Ich habe NBA 2K11, habe das auch viel gezockt. Also im letzten Jahr, und überlege, ob ich mir vielleicht 2K12 hole, obwohl man ja hört oder von einigen Kommentatoren hört, dass es so gut ist. Ein paar aus meiner Klasse meinen, aber das ist eigentlich doch ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich es mir holen soll, weil ich finde 2K11 wirklich auch gut. Und würde auch vielleicht, also ich würde gerne Gameplays eigentlich machen, obwohl ich jetzt nicht so viel Ahnung von Basketball habe, sage ich mal. Ich spiele selber kein Basketball, nur manchmal mit Freunden so, gucke ein bisschen NBA. Ja, ich werde das aber gerne machen, weil ich im Moment wirklich so Bock drauf. Und ja, ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint, ob ihr da auch Bock habt oder ob ihr noch irgendwie andere Spiele habt. Ich finde, FIFA kann man irgendwie schlecht was machen. Habe ich auch eigentlich nicht so Lust drauf wie auf NBA. Und vielleicht habe ich auch mal ein Battlefield 1943 Gameplay raus, wenn ich da ein gutes habe. Vielleicht ein bisschen, wenn ich einfach fliege, so ein paar Zusammenschnitte. Und ja, dann werde ich die PlayStation 3 wahrscheinlich unboxen. Ich habe mir auch vorgenommen, vielleicht, also ich habe Mac und da gibt es ein Programm, dass man, das ist kostenlos, das ist ganz einfach, dass man seine ganze Mediathek, sage ich mal, Filme, Musik und Bilder auf die PS3 streamen kann. Da ich ja früher Screencast gemacht habe, habe ich mir überlegt, dass ich das vielleicht mache und das halt so ein bisschen verknüpfe sozusagen, also Gameplays und Screencasts. Das Programm ist wirklich ganz cool. Und ja, was fällt mir noch so ein? Ach ja, genau. Mir ist aufgefallen irgendwie, ich habe 27 Zoll Fernseher und also so ein, ich würde mal sagen, Standard, nicht von vor 2 Jahren, nicht so mega viele Farben oder so, aber trotzdem Flachbildschirm, trotzdem halt, ich sag mal, auf jeden Fall voll in Ordnung. Aber dann habe ich die PlayStation mal an den Fernseher von meinen Eltern angeschlossen, so ein Samsung, ich glaube, das ist plötzlich Zoll oder ein bisschen mehr, weiß ich nicht. Und da ist mir aufgefallen, geht das schon ganz gut ab. Viel mehr eigentlich irgendwie als auf meinem Fernseher. Und keine Ahnung, ich hätte auch gerne so einen Fernseher, denn es macht wirklich mehr Spaß. Auch erstmal, weil es viel größer ist und weil die Farben viel geiler sind. Und da ist mir das erstmal so aufgefallen. Dann will ich noch kurz hier über das Gameplay reden.
Man sieht eigentlich, ich mache mit meinen Killstreaks, außer mit der Predator, gar keine Kills, also so gut wie gar keine Kills. Der AC-130 wird, der erste AC-130 wird eigentlich sofort runtergeschossen. Und der zweite endet, sage ich mal, wenn das Spiel, glaube ich, zu Ende ist. Also, ich bin im AC-130 und dann endet das Spiel. Und deswegen, also ich finde irgendwie, das finde ich ein bisschen schade bei Modern Warfare 3. Es gibt für mich irgendwie keine so eine Killstreak, die ich immer nehme. Ich nehme gerne den Paper, weil ich gerne weiter zocke mit der Waffe. Aber ja, die Predator auch eigentlich meine Lieblingsabschussserie. Würde ich fast sagen. Ja, das war's mit dem Gameplay. Hier seht ihr nochmal das Score, 43 zu 3. Ich möchte dazu sagen, ich habe keine Flagge, glaube ich, angenommen. Ich bin halt einfach kein Spieler, der in Herrschaft viele Flaggen einnimmt. Ja. Und jetzt kommen wir noch zu einer neuen Sache, die ich mir ausgedacht habe mit Aaron. Hier nochmal unsere coole Intro-Musik. Hier seht ihr zwei Videos, die ihr anklicken könnt. Zwei alte Videos von mir, die ich empfehle. Dieses mit dem toll, cool, spitze, so ein bisschen auf Schlag den Raab anspielen. Und ich meine auf TV Total, tut mir leid. Und ja, wie gesagt, hier könnt ihr draufklicken. Ich bedanke mich fürs Zusehen und Peace, bis zum nächsten Mal.